Hey, willkommen zur 39. Folge vom neuen Tomb Raider. Und ja, wir sind hier wahrscheinlich fast am Ende. Wir müssen vielleicht verhindern, dass wir hier eine Seele da und so bla bla bla. Na, ich wollte ausbrechen und kontern, was soll der Scheiß? Alter, was war das denn jetzt? Jetzt habe ich überhaupt nichts gemacht und boom. Ja, schleich. Ihr nervt. Alle Ruhe, Bärungsgut. Okay, haben wir gleich mal hier den neuen Weg im Blick.
Fein.
War mal eine Abwechslung. Aber das scheint ja jetzt irgendwie schon auf die Nerven. Und los. Jetzt Endboss. Oder? Ich hab gedrückt. Gibt's doch nicht. Los! Weg, 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 weg! Nein! Und los! Schieß! Was ist passiert? Ich bin da. Du bist sicher. Alles gut. Alles gut. Du hast mich befreit. Ich hab's gewusst. So wie versprochen, bringen wir dich nach Hause. Da ist Lara! Sie hat Sam! Geschafft. Ihr wird es bald besser gehen. Was ist dort passiert? Es ist vorbei. Wir können los. Okay, dann nicht viel weg von hier. Ich war so blind, so naiv. Jahrelang habe ich an meinem Vater gezweifelt, wie alle anderen. Dabei hatte er mit so vielem Recht. Ich wünschte, ich könnte ihm das jetzt sagen. Ich war mir der Wahrheit immer so sicher.
Aber nach dem, was ich gesehen habe, weiß ich nicht mehr, was ich glauben soll. Ich muss Antworten finden. Ich muss verstehen. Brauchen Sie was? Keine Ahnung, was Sie da durchgemacht haben. Aber wenn ich Ihre Wunden und Ihren Blick sehe, will ich es auch gar nicht wissen. Naja, wir sind bald zu Hause. Ich gehe nicht nach Hause. Dann war's das jetzt wohl. War ein tolles Game. Jo. Super. Haben sie wunderbar hingekriegt. Jo, was soll man dazu sagen? Ich würde sagen, Credits noch ansehen und sich weiter freuen. Und vielleicht sogar noch auf eine Fortsetzung freuen. Wird's ja hoffentlich auch geben. Ihr könnt euch dann meine nächsten Let's Plays noch mit reinziehen oder die, die ich schon gespielt habe. Und ja, ich werde das hier erstmal noch alle Items einsammeln, die es noch gab, die ich vergessen habe. Mal schauen, ob ich das auch aufnehme. Bin ich mir nicht so sicher. Werde ich mal ganz spontan entscheiden. Wir werden mal sehen, ob nach den Credits ein Maus kommt. Nach dem Abspann kam ja bei den neuesten Spielen ja meistens nochmal eine kurze Szene oder so. Also sehen wir uns dann im nächsten Video, was ich hochlade, im nächsten Let's Play, wie auch immer. Bis dann.
Okay, Glückwunsch, Sie haben die Geschichte abgeschlossen und 76% des Gesamtspiels gemeistert. Sie können jetzt mit weiter auf die Insel zurückkehren und sämtliche unerledigten Aktivitäten abschließen. Okay, schade, keine weitere Szene nach diesem Abspann, aber ich kann auch nochmal mich wiederholen. War ein tolles Spiel. Ja, bei Extras wollten wir ja mal kurz reingucken, ne? Was gibt's denn eigentlich für eines? Videos, Konzeptdesign. Lara Croft. Samantha. Wow, okay. Vor und nach den Ereignissen auf der Insel, alles klar. Ja. Sind eigentlich beide ziemlich, ja, hübsch, finde ich, ja. Perfekt. Das ist nochmal ein schönes Bild. Kann ich die jetzt irgendwie als Hintergrund speichern oder so? Nicht? Nur 4 von 4, schade. Also, jo, die neue Lara ist wirklich hübsch geworden. Muss man sagen. Kann man nicht anders. Okay. Auch eigentlich, ja, schön. Die müsste es als spielbaren Charakter im Singleplayer geben. Das wäre schön. Jo. Natürlich auch. Toll. Ja, der ist nicht so toll. Naja. Ja, den kennen wir auch noch, ne? Grim. Okay. Oh. Naja. Kennen wir? Naja, die eine Frau hier in Gelb, da kann ich mich irgendwie nicht mehr dran erinnern. War die überhaupt mit dabei? Ist die gleich am Anfang verreckt oder wie? Kann ich mich nicht mehr an die dran erinnern. Ich weiß nur, dass die auch im Multiplayer zu spielen war. Okay, Galerie 5 gesperrt. Die Sturmwache. Natürlich auch. Gegner muss ich auch geben, ne? Cool. Da waren noch Schauplätze. So. Mal schnell alles durchgehen, ne? Okay, Funkturm. Okay. Aha, das Flugzeug. Das wird jetzt eine lange Folge. Okay, mehr habe ich auch nicht. Charaktermodelle. Nehmen wir schnell mal Videos. Wendepunkt am Scheideweg. Final Hours. Episode 1, 2, 3. Sind das Filme? Okay, Expeditionsmaterial. Okay, das ist dann. Keine Ahnung. Videos gucke ich jetzt nicht. Man könnte zu lange gehen. Naja, ja. Charaktermodelle. Oh, kann man sich hier Charaktere anschauen? In 3D. Leider nur einmal mit der Kamera rumgehen. Grim. Ranzoomen und wegzoomen geht. Hab ich Lara irgendwo? Alex. Gesperrt. Gesperrt. Ah, der soll auch gesperrt bleiben. Und die kann von mir aus auch gesperrt bleiben. Das ist aber ein tolles Modell.
natürlich gesperrt, wer auch immer das ist. So. Also Grafik kann man eigentlich nichts gegen sagen. Eigentlich total super geworden. Na, da haben wir sie. Lara. Wie sie am Anfang war. Total gesund, ohne Narben, ohne alles. Ja, nicht ohne alles. Kleidung hat sie schon an. Da ist er schon etwas. Ja, da wo sie sich aufgespießt hat, ne? Sieht man schön die Wunde. Überlebende. Ja. Toll. Gut. Mitwirken wird, das haben wir gerade gesehen. Okay, dann soll es das von mir gewesen sein. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Let's Play. Bis dann.